Was ist das hier für eine Kiste überhaupt? Re, was? Aus dem Terpentin. Liquid Resin. Hallo? Hey, das ist Rizin aus Breaking Bad. Resin heißt übrigens Harz. Resin ja, übrigens auch, ne? Resin Re. Steht da. Was? Sterbe. Spiegel. Spiegel. Ich hab zuerst Spiegel gesagt, du hast Sterbe gesagt. Ich hab Scherbe. Du hast Sterbe gesagt. Ja, mein Name ist... Wie bitte? Daniel. Hallo? Wie bitte? Ich verdurste. Was? Ach, du hast Durst. Vorne ist... Ja. Ja. Kannst du mal eine Dose dahin legen auf dem Feld? Klar. Ich hab nur eine, Alter. Wenn du die nicht findest, dann haben wir ein Problem. Ich nehm die wieder mit. Ich seh die doch! Ich hab die genau gesehen! Ja? Okay, dann such die. Die wäre jetzt genau... Ja, die hast du doch... Nein, die hab ich da liegen lassen. Ja, hast du wieder mitgenommen, gesehen? Nein, hab ich da liegen lassen. Das Geile ist, du hast die in so einen kleinen Kackbusch, wolltest du die stellen, hab genau gesehen. Nein, hab ich nicht. Ja, nimm die Dose auch mit. Nein, nimm die scheiß Dose mit, die steht da wirklich. Steht da nicht. Nee, steht da wirklich nicht, hab ich mitgenommen. Sag doch. Hast du Durst? Nein. Okay. Ja, hab ich, Mann, ich verdurste immer noch. Bin ich übrigens hier. Geh mal einen Rucksack an. Friendly. Geh mal einen Rucksack an. Warte mal kurz. Friendly! 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 Friendly. Sehr mit Delay. Rucksack. Hallo! Den nimm! Ich dachte, du hast die. Entschuldigung, ich dachte, du hast die Dose schon. Hast du gar nicht gedacht. Ey, du bist so. Hast du Komm, diesmal renne ich nicht weg. Ich lauf rückwärts weg. Aber ihr habt beide, jetzt habt ihr beide Dosen rausgenommen. What the fuck, Tommy? Das macht mich total fertig, der Scheiß hier. Sind die da? Re, was? Oh, ich hab dreimal Cola von dir geklaut. Dreimal? Hä, ich hab viermal Cola im Inventar. Ach, das ist gedupt, GZ. Oder du hast die ganze Zeit Cola und du hast einfach nur vercheckt, dass du die ganze Zeit Cola hattest. Nee, nee. Du bist nur du, nicht ich. Wie bitte? Re. BB. Spiegel. Danke. Hallo? Sterben. Nein. Doch. Wie bitte? Ich hab nichts gesagt. Warum isst du während der Aufnahme? Ich ess gar nicht. Doch, du hast was im Mund. Ja. Ich dreh durch. Aber das Spiel macht mich echt fertig, wirklich. Ich wurde nur... Tobi, wir haben hier Production Value einzuhalten. Was denn? Wie bitte? Ich hab nichts gesagt, du? Reh? BB. Guten Tag. WB. Hallo? BRB hat gesagt, war bist du taub oder was? Ach sorry, WB. Nein, BRB! Ja, du musst ja mal richtig ausdrücken, du. Ach? Wo bist du eigentlich? Warum hast du schon wieder den Mund voll? What the fuck? Hab ich falsche Koordinaten eingetippt? Ich mag meine Farmers. Eingetippt? Spassel. So? Hast du die eingetippt oder was? Ja, hab ich eingetippt, Tobias. Wie der Taschenrechner. Schraubmaschine? Tobi, ich bin jetzt an den Koordinaten. Kannst du bitte aufhören zu essen? Hab ich. Ist alles leer. Meine Mutter hat damals gesagt, damals gab es Schreibmaschine. Hat gesagt, ja, wirklich? Gott, ey. Guck mal, damals gab es Schreibmaschine. Ich so, wirklich? Ey, das Auto ist noch da, Tobi. Ach! Ja, was? Jetzt. Du musst ja nicht gleich ausflippen, ey. Ist es da? Ja, es ist da, Tobias. War jetzt eine Stunde AFK. Wo bist du denn? Du, soll ich jetzt Sachen dran bauen? Weißt du was, ich steig jetzt ein. Wo ist denn das Auto? Ich meine, jetzt wo so 2 Stunden vergangen sind vom letzten Mal, wo wir das Auto gehabt haben, ne, haben wir jetzt eigentlich mehr dafür für das Auto? Haben wir so einen Reifen oder so? Ich hab Duct Tape, warte mal. Ich hab auch Duct Tape. Ich mach Bodyheile. Ha, ich bin Erster. Ich bin Erster. Ja, mal sehen, jetzt brauchen wir zweimal Duct Tape. Duct Tape. Es hält besser, es hält besser. Ja. What the fuck, Alter? Ich dachte, das wäre die Heile oder so. Ja, oder das ist ja nicht mal Klebeband zu sehen. Oh Gott. Was ist denn hier los? So, Replace Glass. Speichern. Hab ich. Hast du 1 oder 2 gemacht? Glas 1 oder vielleicht 2? Warum? Ich replace jetzt einfach Glas, weil ich hab Glas dabei. Ich dachte, du hättest auch Glas dabei gehabt. Nee, ich hab nur Duct Tape. So Enden. Hier, ich leg mal ganz viel im Auto rein. Du kannst guck mal, wir haben eine Windschutzscheibe, suddenly. Ja, das ist... Great. Ich repariere mal den Fuel Tank. Jerrycan. Echt jetzt? Habe ich wasserdichtes Duct Tape oder... Water-resistant... Waterproof Tape. Okay.
Das ist einfach nur noch das. Repair. Ey. Irgendwie ja. Kann ich. Steht Left Front Wheel repairen, aber dafür brauche ich ein Repair Kit. Oh, ich hab das. Ey, kommt Zombie. Oh shit. Warte, ich hab ne Silence-Waffe. Ich bin als Driver drin. Alter, das war eine Silence-Waffe? Ja. Hört sich an, als wenn du einen Jaguar loslässt. Ey, Tobi, warte, ich guck mal ganz kurz, wo ich gestorben bin. Das war nämlich gleich hier um die Ecke. Ich guck mal kurz, ob da meine Leiche noch liegt. Komm mit. Okay, bist du noch hier? Hinter dir. Circa hier bin ich gestorben. Aber du, ganz ehrlich, der Loot. Der Ach, hier lieg ich. Aber der Loot ist weg, glaube ich. Oder? Ja. Nee, ist er nicht. Oh, da. Nee, aber pff, nur den Standard. Hydraulikzylinder. Bang, das brauche ich aber. Und ja, die Uhr. Ich bin geeist, ey. Ich fasse es nicht. Ey, guck mal, ich habe eine Brille. Ich hab die Brille, der hat die Brille liegen lassen. Oh mein Gott, Tobias. Du sexy Motherfucker. Sexy Motherfucker. Ich mach grad Fotos von dir. Oh ja, Tobi. Guck mal ein bisschen höher. Warte. Ich muss die Hackler und Koch nehmen. Oh ja. Tobias, du siehst gut aus. Dankeschön. Wir haben so eben einen Screenshot gemacht für das nächste Video. Komm, wie laufe ich denn hier rum? Guck mal hier. So, als wenn ich so ein Kind in der Hand hab. So, oh, ei, nicht weinen. Ich bin gleich zu Hause. Wie geht das denn? Ja, der hoppelt so, mit Doppelsteuerung. Guck mal, bei mir läuft da paralysiert. Wie kann ich alles machen? Guck mal. Komm was rein. Was ist mit dem? Guck mal, der ist besoffen, Mann. Komm rein in die Luxuskarre hier. Ey, was hab ich denn jetzt gemacht? Warte mal. Oh, jetzt geht es. Alles klar. Aber wie plötzlich... Tobi? Oh mein Gott! Tobias! Oh mein Gott! Was machst du da übrigens vorne an der Motorhaube? Stell dich mal bitte links hinter das Auto. An die Tür. An die linkere hintere Tür. Aber mach ich. Nein, links. Links. Achso, von mir aus, dachte ich. What the fuck? Oh mein Gott, die Spiegel funktionieren, Tobias. Die Seitenspiegel funktionieren. Ja, aber die funktionieren nicht mal hier drinnen. Hier draußen bei mir. Ja, steig mal ein. Aber irgendwie konnte ich gerade, wurde mir angezeigt, dass ich was reparieren kann, Daniel. Okay. Kannst du mir mal ein Reifen-Repair-Kit geben? Ja, ich hab's gerade benutzt, auf einen Reifen. Ach so. Ja, dann geh ich als Passagier rein. Alles klar. Tobias, diesmal in HD, bist du bereit? Kannst du mich vielleicht angucken, wenn du mir redest? Warte. Tobi, du siehst hart gechillt aus. Ist das so? Schön, dass sie immer noch diesen gechillten, wie soll ich sagen, Sitz haben, weißt du? So mit der Waffe so zwischen den Beinen und so. Okay, bereit? Ja. Eigentlich, wenn ich mir die Hand im Gesicht halte, so? Bitte halt nicht deine Hand in mein Gesicht. Nein, meiner hält sich immer die Hand im Gesicht manchmal. Das ist die behinderte Karre ever. Hallo, das ist das Luxusauto. Wir haben uns gerade mit Duct Tape den Body repariert, deswegen ist jetzt wieder alles super hier. Wo fahren wir überhaupt hin jetzt? Wir fahren dahin, wo es Reifen gibt, Tobias. Wo denn? Ja. Ich hab keine Ahnung. Da, wo es halt Reifen gibt. Airfield? Zum Beispiel. Wo soll da Reifen geben? Na, aufs Airfield würde ich gerne mit den Dingen schon noch fahren, aber nicht jetzt direkt, sondern ich würde irgendwie gerne in die nächstbeste Stadt fahren, vielleicht da, wo wir hergekommen sind, und gucken, ob da irgendwelche Industrial-Gebäude sind. Was hältst du davon? Aus Parodosa? Biogos? Nee, nicht der Stadt, die andere Stadt. Da, wo wir das erstmal getankt haben, quasi, da in der Nähe. Okay, mal haben wir tanken. Ja, genau, Ogrim. Ich weiß nicht, wo wir getankt haben. Ich weiß, wo wir getankt haben, Tobias. Ich bin der Navigator, ich führe dich dahin. Fahr mal hin. Ja, mach ich. Fährst du heute noch hin? Bis Gas geht. Ich weiß gar nicht, was du hast, okay? Die Karre ist absolut in Ordnung und alles ist gut hier. Ich weiß ja nicht, ob ich das mag, wie du so fährst. Wird schlecht. Ich werde nie wieder normal fahren können. Wenn wir einen Reifen haben, ich werde nicht drauf klarkommen, ganz ehrlich. Weiß ja nicht, ob mir jetzt so gefällt. Was gefällt? Dass du die Felge abnutzt. Guck mal, wir machen 4 Reifenspuren. Oh, Daniel! Ja. New Magician! Oh New Mann! Magician. Schön, dass du dein Lenkrad so bewegst, aber deine Hände sich nicht bewegen.
Immerhin, ein paar tolle Arma 2 Armarotten haben sie übernommen. Oh Gott. Fahr mal nicht gegen die Wand, bitte. Hack nicht so gerne. Ja, tut mir leid, aber der linke hintere Reifen, der macht ein bisschen Probleme beim Lenken. Weiß ja nicht, ob ich dich noch weiter so behalte als Chauffeur, aber mir gefällt erstmal jetzt deine Einstellung schon gar nicht. Das ist wie auf dem Kutter, Tobi. Das kennst du doch. Scheiße ist das. Kutter geht nicht von links nach rechts. Sondern? Geht von oben nach unten. Ja, können wir auch einrichten. Soll ich die Brücke runterfahren? Ja, mach doch. Ne. Dann brennt das Auto. Kein Spiel ausmachen. Du hast ja keinen Bock, ne? Das ist so typisch. Hat doch nichts mit Bock zu tun. Ich will jetzt den Reifen finden gerne. Und dann würde ich mit der Karre ja ordentlich rumdüsen. Ah, jetzt reden wir eine Sprache. Aber wir können natürlich auch die Brücke runterfahren. Hab ich auch kein Problem. Guck mal, hier sind Steine. Hier ist ein Wikingergrab. Soll ich mal Landschaft beschreiben? Rechts sehen wir Sträucher. Links sehen wir Sträucher. Ab und zu mal ein paar Bäume und Steine. Also, dann siehst du noch ein paar Berge dann. Die haben keinen speziellen Namen, weil es hier überall so aussieht. Wären zu viele Namen nämlich. Und dann sieht man ab und zu noch so eine Meth-Hütten. Meth-Hütten? So, das war's eigentlich. So sieht alles aus. Kannst du ein bisschen schneller fahren? Jetzt? Weiß ich nicht, eigentlich konnte man noch schnell fahren. Funktioniert dieser die Turbo-Taste wie bei. Ey, ohne Scheiß, fahr mal links auf dem Weg. Weil du wirst. Fahr mal links auf dem Sandweg, genau. Und dann fahr mal weiter. Und gib mal Turbo. Ja, ist drin. Mit E oder mit Shift? Shift. Mach ich. Ey, die müssen wir jetzt 40 fahren. Wenn du nicht gern zu betrunken wärst, aber. Vielleicht habe ich nicht genug Skill dafür, Tobi. Vielleicht macht er der Alkohol, ich weiß ja nicht. Der Alkohol? Ja, du bist ja mega betrunken. HB Baxter hat Alkohol gesucht, aber doch nicht ich, Mann. Was ist los? Eigentlich weiß ich gar nicht, wo du da. Wir fahren das schon jetzt echt ziemlich schnell. Weil wir gleich bergab fahren. Alter, mir wird schlecht, Tobi. Kannst du bitte gleich fahren? Nein, ich bin so 4 Kilometer. 5,9 bin gefahren. Von wegen. Doch. Naja, 3,9, aber das ist ja egal. Ich fand's gut, wie du versucht hast, mit ein weniger Reifen quasi. Oh Gott! Den Typen zu überfahren. Hast du den aufgenommen? Nein. Oh, du Dussel! Das war hilarious Suicide Mission, Mann. Vielleicht habe ich das aufgenommen, vielleicht nicht. Vielleicht habe ich wenig Frames. Das ist auf jeden Fall. Hey, Asphalt fahren wir langsamer, Daniel. Keine Sorge, Rechtskurven schaffen wir immer gut. Wir können eigentlich die ganze Zeit Kreis fahren, dann fahren wir normal. Wo fährst du denn jetzt wieder hin? Ja, wir fahren auf die Sandstraße. Jetzt hätten wir uns natürlich auch weiterfahren können. Nein, Mann, du hast gesagt, fahr auf die Sandstraße, dann fahr ich auf die Sandstraße. Fahr uns mal gegen die Mauer. Mm-mm. Nein, mach das nicht. Guck mal, hier liegst du Baustoffe. Ey! Habe ich nicht extra gemacht. Natürlich! Nein, Mann. Weißt du, wo du in der Stadt warst und gefahren bist wie so eine Oma? Oder hast du dann angeschossen worden? Mein Zombie. Tschüss, Oma. Zombie. Ich bin vorsichtig gefahren. Ja, sag ich doch, wie eine Oma. Du bist wie eine Oma gerade. Ich war wie ein Betrunkener, aber nur weil ich keinen Reifen hinten hab. Du hast wie eine Oma gesagt. Und auf uns wir geschossen. Weißt du nicht. Ja, was hast du sonst geschossen? Hup doch mal! Hast du die Hupe gehört? Ja, die hört sich echt besser an. Ja, die hört sich besser an, aber trotzdem immer noch ziemlich creepy. Ey, können wir weiter rechts fahren? Ja, natürlich. Also fährst du hier direkt im Feld. Sind wir echt langsam. Ja, ich weiß. Jetzt, heute noch? Auf uns geschossen. Gott, ja, jetzt sind wir uns geschossen. Weißt du, siehst du den Typen, wo der ist? Nee. Doch, der steht in der Runi da hinten. Dort. Fuck you, bitch. Ey, der hat gerade eine Scheibe kaputt gemacht. Was vorne? Weiß nicht, ich hab nur so ein Klirren gehört. Ach, das war absurd. Wir sind was soll denn der Scheiß? Hör auf, unsere Karre zu schießen, Mann. Weißt du, wie lange wir gebraucht haben, eine scheiß Heile zu machen? Bradley! Ich fände das lustig, wenn jetzt irgendjemand anderes den Typen eisen würde, der gerade um uns geschossen hat. Noch lustiger ist, dass wir mit so einer Krüppelkarre haben. Fluchtwerkfahrer! Tobias, gib alles! Ist noch alles grün soweit? Ja, alles super. Ja. Cool. Weiß ist zwar das neue Grün, aber ist alles super, ja. Der Typ hat vorhin, ne, der, weißt du, der, wo meine Suicide Mission hatte auf der Straße mit 10 km/h, da hat der Typ auf mich geschossen und nichts ist passiert mit dem Auto. Echt stark, das Ding. Wurden jetzt auch gerade getroffen, also hat zumindest die Geräusche gemacht, als wenn irgendjemand auf mich drauf. Ja, das hat vorhin bei mir auch die ganze Zeit geklingelt, Junge. Hm. Ich würde sagen, der denkt sich jetzt gerade so, oh nein, hier gibt's doch Autos! Und wir denken uns so, scheiße, ich will nicht mit dem Auto weiterfahren, zumindest ich gerade, weil es echt anstrengend ist. Er denkt sich bestimmt, oh Gott, sind die blöd, da gibt doch bestimmt so, die
können auch zu dem und dem Punkt gehen, da gibt ganz viele Reifen. Ja, vermutlich. Ich hole jetzt nochmal ein Heli und verfolge die. So, indessen wir hier rumcruisen mit drei Reifen. Ja. Aber da muss doch wirklich ein geklappter Einblick sein, oder? Da kommt so ein Typ da. Besoffener da. Wo fahren wir jetzt gerade? Wo wir lang fahren? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Fahren Richtung Nordosten. Ist das gut? Das ist nicht gut. Wir fahren Richtung Wüste. Ja, ich will die Wüste. Nee, warte mal, wir fahren zur Tankstelle. Ich sag dir, wo eine ist. Okay. Wir müssen 4 Kilometer genau entgegengesetzt. Wirklich? Also nach ja. 300, nicht 360. Ich hab's gerade so gut raus, immer gegenzulenken. Warte mal, wo möchtest du denn mit mir? Sag mal bitte, welche Tankstelle du meinst. Bei 168, 154. Kannst du mir die Stadt sagen oder wo das ungefähr ist? 168, 54? Das ist bei im Osten von Sharkia und im Süden von Antrakia. Echt da? Da sollen wir hin? Oh, das ist ja ewig weit weg, Tobi. Da hätten wir ganz anders fahren müssen. Oder wir können auch. Wir können auch woanders hinfahren. Ja, wo sind wir denn jetzt hier? Wir sind gerade irgendwo bei Dorida. Irgendwo da so auf den offenen Feldern, würde ich sagen. Gut, dass da nirgendwo eine Tanke in der Nähe ist, ne? Doch, die da unten. Ey, wieso waren wir nicht tanken? Wir sind doch vollgetankt. Wir sind vollgetankt, ja, aber. Ja. Ja, nee, ich will nur. Weißt du was, wir fahren dahin, wo ich gerade einen Reifen gefunden habe, in der Hoffnung, dass da immer noch der Reifen ist, okay? Ich finde das wieder. Ja, klar, gerne. Wo ist das? Warte. Das war bei. Warte, ich guck mal kurz. Das ist ein bisschen schwierig natürlich zu sagen. Ich bin mir gerade. Ah, hier. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich weiß, wo es ist. 1,7 Kilometer entfernt. 1,7, wo ist das? 1,7 Kilometer in die Richtung, wo wir jetzt gerade hinfahren. Kilometer? Nee, guck mal, du musst einfach nur Ausschau halten nach so 6 Gebäuden, wie du das auch meintest mit den Solarpanels. Ungefähr wirklich in die Richtung, ein bisschen weiter nördlich von uns. Das ist echt nicht weit weg. 6 Gebäuden. Mir wird schlecht, Alter. Mir wird einfach nur schlecht. Und weißt du, was das Schönste ist? Ich nehme das gerade alles auf. Damit auch jeder wirklich genau die Erfahrung hat, die wir haben. Und damit nicht irgendjemand das Gefühl hat, als wenn wir nicht genügend Leid und genügend Schmerzen und was nicht alles reinstecken, um so ein scheiß Auto fertig zu machen. Weil das hier ist gerade der absolute Abfuck, wirklich. Könntest du auch mal nächstes Mal nicht trinken, bevor wir hier Aufnahme haben. Was ich finde das schon unprofessionell, ganz schön. Ich habe so gewisse Sprüche, die ich auch sowas sage, aber die kann ich nicht sagen, wenn wir aufnehmen. Echt? Was denn? Zum Beispiel, dass ich mein scheiß Leben nicht mehr aushalte ohne Alkohol. Ey, da vorne ist so ein Solarkraftwerk. Aber das meine ich natürlich nicht ernst. Was? Sightseeing, ne? Sightseeing. Hier sind die Sümpfe. Ja, hier sind die Sümpfe, richtig. Everglades. Ja, wir sind Everglade Mountains. Ne, wie hießen nochmal die östlichen nicht die östlichen Festländer. Diese Ödländer bei WoW. Da, wo das Shurik-Video war, Tobi. Weißt du? Brennende Steppe. Nein, das war nicht die brennende Steppe. Also, das war, Drängende Schlucht. Nee, da mit den Sümpfen das. Das war quasi. Das Ödlands. Nein, das war nicht die Sümpfe des Elends. Das war Ödland, das Ödland war es, glaube ich, oder so. Ödland war orange. Es gab eine direkte Verbindung von von Ironforge zu diesem Land. Irgendwie so durch die Höhlen. Das weiß ich noch ganz ja, genau. Ja, ja. Deswegen war das quasi nur Allianz-Territorium. Also quasi von den Leuten, ja. Von den Idioten. For the Horde! Brennende Steppe. Das war nicht brennende Steppe, wirklich nicht. Da war auch ein Hafen. Hafen? Ja, und da gab es die ganze Zeit so eine Instanz. Ja, Sümpfe des Elends. Echt? Sümpfe des Elends? Ja, wenn ein Allianzhafen war, wenn das meinst. Songs of Sorrows, richtig, stimmt. Entschuldigung, ja. Ja, du hast recht. Tja. Deswegen fährst du und ich sitze hier neben dir. Ja, mittlerweile habe ich es echt gut raus. Eigentlich müssen wir den Reifen nicht reparieren. Richtig, Alter. Vor potenziellen 120 fahren wir gerade zwischen 30 und 40. Bei mir machen wir gerade irgendwie für 60s. Echt mal? Ja. Gut, dass ich war. Als du gefahren bist, war sowieso nichts Gutes passiert. Natürlich. Ich fand das so gut, wie du versucht hast, den Typ platt zu fahren mit der Wackelwelle hier. Gott, ey. Hab ich den eigentlich überfahren? Ich glaube nicht, nee. Ich hatte einmal das Gefühl gehabt, dass ich ihn getroffen habe mit der Lee Enfield, aber ich glaube nicht. Da ist nur irgendwas zum Boden gegangen. Du hast ja die Vision gesehen. Ich konnte halt wirklich echt nicht so differenzieren, was eigentlich jetzt gerade vor mir abgeht.
Also ich fand jetzt die Wischen nicht so schlimm. Ich finde, da übertreibst du ganz schön. Ich glaube, du hast ja eher wieder irgendwie Drogen reingepfiffen. Soll ich an der Stelle einspielen, wie du gerade rumgeweint hast, als du plötzlich einen bösen Augapfel die ganze Zeit gesehen hast? Ich habe überhaupt nicht rumgeweint. Das hast du gar nicht aufgenommen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es aufgenommen habe, probiert. Nee. Pigs didn't happen. Pigs? Was mit? Many, many ja. Pigs. Oh, das war ganz schön mutig, aber es hat funktioniert. Durch den Zaun gefahren? Mhm. Du, ich weiß nicht, mir wird schlecht. Wirklich? Ja. Schon wieder? Wo sind wir hier überhaupt? Wir sind weißt du gar nicht, wo du hin willst. Wir sind auf dem rechten Weg, mach dir keine Sorgen. Du täuschst doch bloß vor, dass du weißt, wo wir hinwollen. Du bist doch völlig ahnungslos. Na und? Manchmal sehe ich nichts. Ich sehe gar nichts. Du siehst gar nichts? Hm? Ja doch, aber wo sind wir denn hier? Ich sehe Sümpfe, Büsche. Zum Beispiel auf der rechten Seite siehst du ein sehr, sehr bekanntes... Ein Haus. Ja. Und? Wohnt vielleicht jemand, der nett ist? Du kannst ja nicht immer nur davon ausgehen, nur weil das Haus in Einsamkeit wohnt, dass da keine gebildeten Menschen wohnen. Da wohnen Axtmörder drin in so einem Kackhaus. Axtmörder? Ja, Axtmörder. Die sind Mauer. Oh, rechts, diese Mauer. Ja, warte, ich habe gerade mit der Kamera rumgespielt, sorry. Diese Mauer, Mann. Ich habe ernsthaft... Ich habe die Mauer übersehen, Alter. Ich eine Mauer der ganzen Mannschaft und du fährst auf zu, ey. Mann. Das ist unglaublich. Ist so. Tobi, ich schwöre es dir. Ich habe gerade mit der Kamera rumgespielt, damit ich nicht immer nur das Auto von hinten sehe. Komm, ich geh jetzt mal in die First Person. Mach mal, mach das nicht. Oh, nee, Alter, First Person ist richtig scheiße. Ich bin auf dem Desktop nebenbei und guck YouTube-Videos unterwegs. Dann guckst du gerade an. Nee, ich trau mich nicht raus zu tappen, dann schützt das Spiel wieder ab. Nee, wenn du raustappst und irgendwas Schlimmes passiert, wirst du hart von mir geflamed. Das ist der Grund. Nee. Tobi, wir werden beschossen. Was? Sorry, ich guck gerade hier Battlefield mit PC. Aber dann letztes Mal. Dark Souls. Ja, genau. Guck grad Dark Souls. Big Truck. Hier, top. Ja, Big Truck. Big Truck. Beste Video, ey. Gutes Video. War das da vorne? Ist da eine Halle da? Ja. Und das ist die Halle, wo ich den Reifen drin gefunden habe. Zufall ist die jetzt aufgeploppt. Vor uns ist eine Ruine. Was? Wie bitte? Ruine. Das macht mich wahnsinnig, dieses Spiel. Oh, leichte Kopfschmerzen, ehrlich gesagt. Echt mal? Oh, ja. Wirklich. Vielleicht sollst du dich mal zusammenreißen und nicht so eine kleine Pussy sein. Denk dran, ich bin nicht Jockel. Ein Schuss in mein Rotor ist kaputt. Jedes Mal! Ja, ein Schuss in mein Reifen ist kaputt! Ja, sicher! Wie konnte er mich treffen? Ich bin wahnsinnig! Oh, ein Blitz. Oder so. Ist so. Raketenwerfer ist verpackt. Oder so. Ich brauch meine MVP-Medaille! Ja, genau, der Raketenwerfer ist verpackt. Ich treffe damit überhaupt nichts. Kurz davor, geh dann da unten. Halt mal an hier. Ja. Ich steig aus. Okay, oh Gott. Ich wurde ein bisschen seekrank, muss ich zugeben. Meine Fresse. So, was soll jetzt hier liegen? Ein Reifen irgendwo. Nö. Nee? Okay, steig wieder ein. Echt nicht. Fuck. Ich möchte wenigstens einmal mit der Heckler und Koch schießen auf den Zombie hier. Ja, mach das. Du hast das Auto getroffen, geht fett. Wir haben Reifen kaputt. Ja, dann müssen wir leider das Spiel beenden hier. Ey, nee, warte mal, du hast aber ernsthaft die Hülle getroffen. Echt jetzt? Ja, sorry, es ist kein Scherz, wirklich. Die Hall ist orange. What the fuck? Ich weiß nicht, ob du das warst oder ob das die anderen Boys waren, aber ich mach mal ein bisschen Ducktape dran, dann soll es wieder besser sein. Ey, warte mal, ich kann... Ist wieder heile. Komm rein. Die Reifen sind alle orange bei mir. Wirklich? Ich hab gar nichts gemacht, Mann. Ich hab einen Zombie angeschossen, verdammte Scheiße. Egal, komm. Guck mal, die Reifen... Nee, weißt du, was das ist? Du bist nämlich gegen die Mauer gefahren. Reh, wie bitte? Ich hab dich gerade gehört. Ja. Wir sind nämlich gegen die Mauer. Da hinten ist noch eine Halle. Ja, genau. Das, entweder die oder die andere Halle war das. Tobi, ich hab da... Ich schwöre es dir, ich hab da einen Reifen gesehen. Da ist auch ein Toter drin. Komm, abwarten. Hey, Buddy. Halt an, halt an. Halt an, vielleicht hat er den Reifen. Willst du mitkommen? Ich guck mal nach, ich guck Willst mal nach. Willst du mitkommen? Okay. Und dann ein Reifen dabei, Tobi? Weiß noch nicht, warte mal. Warte, zoom mal ein bisschen ran. Ah, scheiße, das geht nicht so gut. Weiß nicht, warte, ich guck mal kurz. Hat er einen Reifen? Ich kann ihn, während ich ihn durchsuche, mach ich ein T-Pack gegen ihn. Ja, ich weiß nicht, hat er einen Reifen? Ich weiß nicht.
Er hat eine Diskette mit. Eine Diskette, ist ja gut. Wie heißt denn der Mann? Jake. Alles klar, rein, einsteigen. Jake, ist nicht so nett, ne? Warte, ich geh mal. Oh, der hat eine taktische Sonnenbrille mit. Setz sie auf. Oh, ernsthaft? Taktisch. Wenn du das Wort für Wort übersetzt, hörst du ja Silarius ein. Mach das. Setz sie auf. Alter, du siehst bad aus. Badass aus. Gib mir die mal. Okay. Komm, ja, du willst nur badass aussehen, das ist meine. Nein. Gleich die geschliffene Brille da rein. Okay. In den Typen oder was? Benutzt ja, du jetzt als Trading Hub hier oder was? Der Typ ist ein Trading Hub, ja. Oh mein Gott, wie siehst du denn aus, Tobias? Ja. Yeah. Fotoshooting. Oh, yeah. Komm mal vor das Auto. Komm mal vor the win. Aber vor den kaputten Reifen bitte. Hier. Hier so. Warte. Nein, das Server ist down. Nein! Oh nein! Oh, wieso ist denn... Oh nein, ey! Da vorne war ein Reifen drin. Ey. Oh, wenn das Auto jetzt weg ist, ne? Wenn wir zum Auto spawnen und sterben. Oh, das ist eine lange Nacht. Das ist eine sehr lange Nacht. Das ist gleich.